Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 2 Updates und 6 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die dem Kanal die Treue halten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir starten mit dem Update und zwar kommt das erste Update für den TF140PB95 von SMI Modding Team. Downloadgröße 12,76 MB, jetzt in der Version von 1.0.5.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, angepasste Schwerpunktlage der Pritsche. Das zweite Update kommt für die Ecke. Diese kommt von Heistel Mods. Downloadgröße 2,76 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Textur wurde nach dem Ecken geändert. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Ecken als Seewalzen zu verwenden. Und damit kommen wir auch schon zu der ersten neuen Mod und zwar ist dies der Class Xeron 5000-4200 von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 15,9 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier diesen Xeron 5000, das ist glaube ich jetzt die dritte oder vierte Version davon. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 462 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 930 Liter, 88 Litern DEF, 50 km ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 16,4 Tonnen und kostet 400.000 Euro. Das Modell hier kann gewählt werden vom Track zum Track VC und dann kommt die Reifenhersteller, die können gewählt werden zwischen Michelin Nokian, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Klaas und Olof Voss sowie Trelleborg natürlich. Bei den Klaas haben wir die eine Option hier, das sind die Bandlaufwerke. Dann Olof Voss haben wir den ProGrip F, das ist für den Voss gedacht. Und dann haben wir natürlich diese Standardversionen. Land kann gewählt werden zwischen EU und US Design, das ist natürlich dieses, was man kennt. Zusatzgewicht kann hinten aufgesenkt werden und zwar bis zu 3400 Kilo. Ein Horn kann auch hinzugebaut werden, das ist dann dieses Horn hier vorne rechts. Warntafeln können hinzugebaut werden, das sind diese hier. Scheibentönung gibt es schwarz oder normales Glas. Dann die Rundumleuchte gibt es in 6 verschiedenen Designs. Einmal haben wir Design 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und zurück geht es zum Design 1. Der vordere Kotflügel kann entfernt werden, wenn gewünscht. Dann gibt es beim Design das 25 Jahre Design. Das ist dieses hier. Anbaukupplungstyp gibt es vorne einmal Frontgewicht 1800 Kilo, dann 25 Kilo mehr, dann 2200 und so weiter. Das geht hoch bis 3400 Kilo und auch hier gibt es die 3-Punkt-Version. Die Motorenausführung gibt es den 4200er mit 462 PS, den 4500er mit 480 PS, den 5000er mit 530 PS und den Stage 1 mit 620 PS. Bei den Farboptionen haben wir wie immer bei HR Forst und Fahrzeugbau natürlich extrem viele Optionen. Einmal die Haubengitterfarbe, das ist klar, ist für das Haubengitter, das ist hier vorne. Sitzfarbe ist auch klar, spricht für sich, ist für den Sitz in der Kabine. Die Hauptfarbe ist auch klar, ist für das Rundrum. Dann haben wir die Dachfarbe, kann separat eingefärbt werden, kann hier natürlich entsprechend gewählt werden. Die Olof Voss Farbe, wenn man Olof Voss Reifen drauf hat, dann werden natürlich entsprechend gewählt. Die Kabineninnenfarbe spricht auch für sich, ist natürlich für die Kabinen drin. Und die Felgenfarbe ist klar, ist auch eine ganz klare Sache, ist die Felge. Wir kommen zum Lizard LB65T. Dieser kommt von Galeruga Modding Design. Downloadgröße 11,16 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt mit einer standardmäßigen Ladevolumen von 20,6 Kubikmeter, wiegt knappe 6 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Das Ladevolumen kann erhöht werden um 4 Kubikmeter auf 24,6 Kubikmeter. Alles andere bleibt gleich. Dann die Reifenvarianten kann natürlich gewählt werden zwischen Standard und Standard 2. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Rot und Grün. Wir kommen zum Lizard Ballengabelpack. Dieses kommt von JD Modding Arc. Downloadgröße 2,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ist natürlich ein Pack von 2 Ballengabeln. Einmal die Einzelballengabel ist natürlich diese hier. Die kann natürlich an den 3-Punkt angebaut werden. Fast eine Balle, wiegt 100 Kilo und hat eine Arbeitsbreite von 1,50 Meter. Der Preis 1200 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette.
Dann gibt es die Doppelballengabel, und zwar für die Ballengrößen zwischen 150 cm und 238 cm, und zwar für Rundballen. Natürlich fasst das zwei Ballen, wiegt 592 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von ebenso 1,50 Meter und kostet 5.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Neumod, was Maschinen- und Anbaugeräte angeht. Und zwar ist das die Heckanbauschaufel. Diese kommt von Jarvis One. Downloadgröße 2,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Schaufel hier, wird hinten oder ist gedacht, um hinten an den Dreipunkt anzuhängen. Hat ein Fassungsvolumen von 1000 Litern und wiegt 350 Kilo. Der Preis 2.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe natürlich ebenso und die Designfarbe 2 kann natürlich ebenfalls daher gewählt werden. Wir schauen uns mal und hören uns mal den Xerion an. Und zwar von innen drin. Gehen wir mal vorwärts. Außen 1, 2, 3 Lichtstufen und natürlich die Rundumleuchte. Mit der linken Maustaste kann man die Tür öffnen und mit der rechten Maustaste kann man die Motorhaube heben oder senken. Die nächste neue Mod heißt Holzunterstand Z, kommt von Castor und DS Agrar Service, Downloadgröße 3,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Hallen. Da gibt es 1, 2, 3 Hallen. Dann gibt es 2 Hallen mit Schüttgut, einmal links und einmal rechts. Also die 3 Hallen hier, das sind diese hier. Einmal die große 4-Bucht, 3-Bucht und die 2-Bucht Halle, und zwar mit dem Preisschild zwischen 48.000 und 82.000 Euro. Der Unterhalt pro Tag soll zwischen 5 und 15 Euro liegen. Dann gibt es eben, wie gesagt, die Unterstände mit der Schüttgutanlage drin. Die kann dann aber allerdings nur in 90 Grad Winkeln gedreht werden. Na, nur damit ihr das schon im Vorhinein wisst. Preis 95.000 Euro, Unterhalt pro Tag 18 Euro. Die Auflösung ist top. Kommt von Castor, vom Deutsch-Schweizer Agrarservice. Sehr gut gemacht. Und das bringt uns auch schon zu der letzten neuen Mod von heute. Und zwar ist das der offene Misthaufen. Dieser kommt von GB Modding, Downloadgröße 26 kb in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich in Silos. Ist dieser hier, das ist dieser Misthaufe hier, der kann mit natürlich freigedreht werden. Das ist schon mal etwas sehr Gutes. Da kann man eventuell sogar in ein entsprechendes Teil einbauen. Fassungsvolumen 4000 Liter, Preis 500 Euro, Unterhalt pro Tag 5 Euro. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hier wird beladen und das war es dann auch schon von dieser neuen Mod. Ja, das war's dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, willst du keine weiteren Videos in dieser Art verpassen. Ich habe schon früher am Tag heute das Video gemacht bezüglich des Patch, das heute rausgekommen ist, der Patch 1.7.1, und natürlich dazu sind herausgekommen ein paar Valtra-Traktoren, die jetzt mit ins Spiel gekommen sind. Schaut euch doch das Video an, damit ihr auch im Bild seid, welche Traktoren des finnischen Herstellers dazugekommen sind. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder mit dem neuen Mods von morgen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.